So gelingt Transformation in Indonesien. Drei Beispiele für erfolgreiche KfW-Förderung auf Sumatra. Vorhaben, die den Klimaschutz verbessern, führen im Ende dazu, dass es uns in Deutschland besser geht, genauso wie den Menschen hier in Indonesien. Indonesien ist einer der wichtigsten Partner Deutschlands in der Entwicklungszusammenarbeit. Im Auftrag der Bundesregierung fördert die KfW viele Vorhaben zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen, wie das Orang-Utan-Projekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt auf der Insel Sumatra. Die Auswilderungsstation für Orang-Utans liegt mitten im Urwald von Bukit Tiga Pulu. Alle Orang-Utans, die hier ausgewildert wurden, sind aus illegaler Haltung. Wie kommen sie in die illegale Haltung? Nur dadurch, dass man das Muttertier umbringt und dann das Baby oder Kleinkind versucht, irgendwo zu verkaufen. In der Dschungelschule werden den Orang-Utans von einem Team rund um die Tierärztin Andani in der Gefangenschaft verlernte Fähigkeiten beigebracht. Die Dschungelschule ist ein Teil des Anpassungstrainings. Genau wie ein Kind muss auch ein verwaister Orang-Utan zur Schule gehen, um von Menschen oder anderen Orang-Utans zu lernen, wie man in der Wildnis überlebt. Wir tragen sie auf dem Rücken in den Wald. Und dann bringen wir ihnen bei, wie man nach Nahrung sucht, wie man klettert und wie man mit den anderen Orang-Utans sozial interagiert. Vor 25 Jahren hat Peter Pratje das Orang-Utan-Programm ins Leben gerufen, mit dem Ziel, eine stabile Population zu haben, die sich fortpflanzt und sich selbst erhält. Wenn ich sehe, wie sich das Programm entwickelt hat, von der ursprünglichen Auswilderung der Orang-Utans bis hin jetzt zur Landschaftsplanung. Wir haben 2016 hier maßgeblich dazu beigetragen, dass das Gebiet Ecosystem Restoration Concession wurde, also etwas Ähnliches wie ein privates Schutzgebiet. Und dann denke ich, haben wir schon an einem relativ großen Rad gedreht. Und die Orang-Utans, das sind sozusagen die Botschafter. Mithilfe eines Stipendiums der KfW-Stiftung hat Andani eine Methode zur Auswilderung junger Orang-Utans etabliert, die ihre Überlebenschancen signifikant verbessert. Inzwischen ist der Bestand auf 200 Tiere gewachsen. Wir hoffen also, dass wir den Regenwald retten können, indem wir die Orang-Utans retten. Damit sichert dieses Projekt das Leben und den Lebensraum der vom Aussterben bedrohten Menschenaffen. Genau dieser Lebensraum, der tropische Regenwald, wird immer weiter zurückgedrängt und vernichtet. Palmen lassen sich stattdessen leichter anbauen und verwerten, zu Lasten der Natur, der Tiere und der zur Erweiterung der Plantagen vertriebenen Landbevölkerung. Nächste Station ist Lubuk Bira, ein Dorf am Rande des Regenwalds. Gemeinsam mit den Einwohnenden soll hier ein umwelt- und sozialverträglicher Anbau von Kaffee etabliert werden, als Alternative zur Abholzung für Palmölplantagen. Wenn wir uns zwischen der Rettung des Waldes und der Rettung der Menschen entscheiden müssen, dann haben beide hohe Priorität, denn sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Soziale Waldbewirtschaftung ist der Name und das Ziel des Projekts, das als Modell für andere Regionen dienen soll, um zu zeigen, wie eine langfristige, nachhaltige Nutzung von Waldflächen in Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen funktionieren kann. 30 Minuten mit dem Motorrad über Stock und Stein geht es zum Arbeitsplatz von Aditya. Er ist der Leiter einer der Gruppen, die ein Gebiet von insgesamt 93 Hektar bewirtschaften. Sein Dorf kümmert sich um Anbau, Pflege und Ernte des Kaffees. Wir konnten zuvor unfruchtbares Land bepflanzen, das nun durch unsere Bewirtschaftung wieder grün ist. Und wir können auch Bäume pflanzen, um zukünftiges Einkommen zu sichern, für Schulausgaben und andere Bedürfnisse. Wir versuchen, ihren Lebensunterhalt mit Hilfe der Landwirtschaft zu sichern. Daher stellen wir hochwertige Setzlinge zur Verfügung, die sie pflanzen, ernten und dann verkaufen können, damit sie von ihren landwirtschaftlichen Aktivitäten profitieren können. Als Kaffeebauern sind wir natürlich glücklich, weil Kaffee leicht anzubauen ist. Nach dem Pflanzen, dem Unkrautjäten und der Bereitung des Bodens bis zur Ernte der Kaffeebohnen können wir sie an Zwischenhändler verkaufen und sofort Geld verdienen, um unsere täglichen Ausgaben zu decken. In Indonesien gibt es ein Sprichwort, das besagt, dass es der Gemeinschaft gut geht,
wenn der Wald erhalten bleibt. Nächstes Ziel ist das mit Geldern der KfW errichtete Elephant Conservation Center in der Nähe von Tebbo. Auch hier gilt es, die Bedürfnisse der Menschen mit Elefantenschutz in Einklang zu bringen. Früher waren die wilden Elefanten bereits hier. Aber mit der Zeit wuchsen die Siedlungen der Menschen und es kam zu Konflikten. Die Elefanten suchten nach Essen, aber die lokalen Gemeinden bauten ihre Pflanzen an. Das führte zum Konflikt zwischen Menschen und Elefanten. Neben wissenschaftlicher Informations- und Aufklärungsarbeit hat sich das Center zur Aufgabe gemacht, Mensch und Elefant friedlich koexistieren zu lassen. Die Einsatztruppe besteht aus 6 zahmen Elefanten und ihrer Führer, den Mahouts, die von Anwohnenden gerufen werden können, sollten sich die wilden Artgenossen in eines der anliegenden Dörfer verirren. Ohne die Bevölkerung, gegen die Bevölkerung kann man nicht arbeiten. Und es ist natürlich auch unser Ziel der gesamten Zusammenarbeit, die Lebensbedingungen für die lokale Bevölkerung zu verbessern. Die Elefantenpopulation konnte mit 104 Tieren stabil gehalten werden, während die Mensch-Wildtier-Konflikte, die zu Verletzungen auf Seiten der Bauern, Zerstörung von Eigentum und Vernichtung der Ernten führten, in den letzten Jahren merklich abgenommen haben. Das sind die Menschen in den Dörfern, die hier in der Gegend leben, die natürlich auch irgendwo harmonieren müssen mit den Wildtieren, mit den Elefanten, mit den Orang-Utans. Diese Projekte, von der Auswilderung der bedrohten Orang-Utans über nachhaltigen Kaffeeanbau durch die Lokalbevölkerung bis hin zum Konfliktmanagement zwischen Mensch und Elefant, sind ein wichtiger Beitrag zum Schutz der natürlichen Ressourcen, zum Kampf gegen den Klimawandel und zum Erhalt der Biodiversität in sozialer Verantwortung und Einklang mit den Anwohnerinnen und Anwohnern.